Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zur Humankind Open Def Lucy. Ja, wir dürfen noch ein bisschen testen oder wir sind noch ein bisschen am Testen. Ich habe nur die ersten zwei Folgen aufgenommen, deswegen muss ich mich jetzt noch mal ganz kurz orientieren. Wir hatten hier eigentlich eine dumme Ausgangssituation der Karte. Wir sind hier echt so lang gezogen zwischen drei Reichen. Das ist echt saudumm. Hier kämpfe ich noch ein bisschen um Freiheit. Aber ich habe die Befürchtung, mit meinem reinen pazifistischen Spiel werden wir in dem Spiel nicht sehr weit kommen. Schauen wir mal, was die nächste Ära bringt. So, erstmal möchte hier jemand mit uns handeln, dachte ich. Nein. Ja, Allianz möchte ich auf gar keinen Fall. Irgendwo, glaube ich, habe ich die Befürchtung, werden wir mal Einheiten bauen müssen. Wie schaut das militärisch gerade aus? Wir haben... Nein, das war falsch. Ja. In der Hunting Party, welche ist das? Welche ist das? Hier haben wir schon einen Krieger mit drinnen. Okay. Okay, das ist schön, das ist schön. Okay, wir haben schon beides bewegt. Ich kann anscheinend nichts mehr machen. Wir machen direkt End Turn. A new wonder can be claimed. Wir können ein Weltwunder claimen. Das finde ich doch ganz schön. Werden wir auch gleich machen. Ja, viel geht nicht, viel geht nicht. Wir hätten hier einmal die hängenden Gärten von Babylon. Bring uns Stabilität und zwar global. Das ist immer wichtig. Vielleicht hier mal kurz zur Erklärung. Wenn wir auf so eine Stadt draufklicken wie hier Babylon, haben wir hier oben Stabilität. Je weiter die runtergeht, desto problematischer. Unter 30% wird es dann richtig kritisch. Wir haben hier zum Beispiel 62, 56, sogar nur 28. Eieieiei, das ist in Kiss, okay. In Uhr auch 28, okay, da müssen wir ein bisschen gucken. Hier können wir übrigens eine Stadt gründen. Das ist das, was ich im letzten Spiel schon mal gesagt habe. Immer aufpassen mit dieser Stadtgründung. Heißt, wir brauchen dringend Stabilität. Da ist so ein Weltwunder, das dann globale Stabilität bringt, richtig gut. Noch dazu 100 Ruhmpunkte. Die 100 Ruhmpunkte bekommen wir schon mal überall, okay. Die Pyramiden bringen auch 20 Stabilität. Plus modifizierte Distriktproduktion kostet was? Also Distriktproduktion kostet 25% weniger, muss neben einem River platziert werden. Ah, und hier haben wir noch Extracts and Luxury from the Deposit. Okay, wir können die hängenden Gärten auf Luxusressourcen bauen und die werden dann sofort angeschlossen. Mhm, okay. Stonehenge ist wahrscheinlich Glauben, Food per Korreligionist. Was ist denn Korreligionist State? Oh, da habe ich jetzt keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall, wir müssen derselben Religion folgen und. Da wir auf gar keinen Fall mit Religion spielen, ist Stonehenge raus. Temple of Artemis, plus 20 Glauben, plus 40 Stabilität. 10 Health, Regeneration und Unit. Okay, Units können schneller regenerieren, also eher was Kriegerisches. Wäre auch sehr interessant, aber ich bin tatsächlich bei den Pyramiden, mit großem B, bei den Pyramiden, obwohl wir ja eigentlich Babylon sind, die hängenden Gärten bauen sollten, aber die hängenden Gärten auf Luxusressourcen, mir gefällt aber eigentlich die modifizierte, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass einfach Distrikte, zumindestens die Handwerksdistrikte kosten 25% weniger, das gefällt mir ganz gut, wir claimen einfach das Weltwunder mal. Was bedeutet das jetzt? Zeige ich etwas später im Laufe des Spiels. Gut. Unsere Leute bewegen sich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin. Hier oben wollten wir schätzungsweise mal claimen. Haben überhaupt kein Influence gerade. Achso, weil ich gerade geclaimt habe. Ja, logisch. Okay, wir sind gewachsen. Also hier, dieses Gebiet hier müssen oder sollten wir auf jeden Fall noch claimen. Dies, irgendeine Stadt wächst nicht länger. A World Deed ist... Okay, World Deed. Wir haben einen neuen Era Star. Okay, zwei Era Stars noch. Und die Olmeken wollen handeln mit uns.
Möchten sich frei in unserer Region bewegen? Nein, möchte ich nicht. Bleibt mir von meinen Grenzen fern, Olmecken. Das will ich ganz und gar nicht. Wie viel brauchen wir denn für einen neuen Außenposten? 130, also noch 2 Runden. Oh, hier hätten wir Pferde. Pferde ist etwas, das haben wir gar nicht. Kupfer übrigens auch nicht. Der zu meinen Leidwesen. Okay, wir haben World Deed accomplished, weil wir haben eine heilige Stätte gebaut. Ja. Schön, dass ich sage, wir spielen genau nicht um Glauben und bauen die heilige Stätte. Aber die bringt halt ebenfalls Stabilität, soweit ich weiß. Nein, hat jetzt keine Stabilität gebraucht. Warum habe ich die dann gebaut gehabt? Och, eigentlich bringt sie Stabilität. Ah, ich glaube, die Stabilität wächst langsam. Wenn ich das gerade sehe, hier, das ist so grau unterlegt, kann es sein, dass das wächst langsam? Quasi auf wie viel Stabilität können wir max kommen? Das vermute ich mal. Da müssen wir mal beobachten. So, Weltwunder, ja, jetzt sind wir soweit, wir können was bauen. Weltwunder ist nämlich genauso wie die heilige Stätte im Endeffekt ein Shared Project, also ein geteiltes Projekt. Das Gute oder an der ganzen Geschichte ist eigentlich, wir haben dieses Weltwunder von uns geclaimt. Es kann jetzt niemand anders einfach so bauen. Es ist unser Weltwunder, es kann uns niemand wegnehmen. Wir müssen es aber auch nicht gleich anschmeißen. Nicht so wie bei Ziff, wir haben ein neues Weltwunder erforscht. Schnell, schnell, schnell. Nein, dieses schnell, schnell, schnell eben fällt weg. So, ich würde jetzt hier gerne erstmal einen Bogenschützen schnell bauen. Wir rüsten uns mal vorsichtig militärisch etwas auf. Ja. Ist noch eine Bewegung. Dann haben wir hier eine Stadt, die rumeidelt, rumschläft. Hier schaut, wir machen Geld, wir machen Industrie, Nahrung schaut eigentlich relativ gut aus. Was haben wir denn hier schon? Also da muss ich noch sagen, das finde ich ein bisschen, tatsächlich ein bisschen unübersichtlich, welche Produktionen wir schon gebaut haben. Wir haben auf jeden Fall Handwerk, und wir haben Nahrung. Genau, wenn ich hier das jetzt hier hinbaue, könnten wir das pushen. Das gleiche, wir könnten hier, noch richtig pushen. Geil. Okay. Oder wir bauen halt einfach ein Gebäude oder auch eine Einheit. Wir haben hier einen Krieger, wir bauen hier einen Bogenschützen. Wie viel Bevölkerung hast du? 3. Du hast hier. Wir bauen hier auch einen Bogenschützen. Dann haben wir 2 Bogenschützen, den Krieger und einen... Okay. Wir lassen die Militäreinheit dabei mal hier stehen. Die soll ein bisschen erholen. So, hier bräuchten wir eigentlich ein bisschen Stabilität. Haben wir hier 7 Runden. Machen wir. Und hier das gleiche. 5 Runden. Oh, gleich 2-mal Handel. Was wollen denn die Leute von uns? Wir haben den Civic Point bekommen. Stabilität, ja. Habe ich, weiß ich. Show Civics. Wir haben 2 Punkte sogar schon. Dann können wir mal schauen. Wir können hier noch Celebrating on Cities. Muss man von den Events wissen. Celebrating on Cities bringt Stabilität. Finde ich eine richtig gute Geschichte. Und wir würden uns sogar Richtung Forschung bewegen. Würden wir aber bei beiden, sehe ich gerade. Ja, hier ist es ein bisschen ausgeglichener. Hier bei Codified Laws, Customary Laws. Was heißt das? Selbst erstellte Gesetze, vordefinierte Gesetze vielleicht? Keine Ahnung. Modified Attach Outpost. Oh, hier würden die ein bisschen Richtung kriegerisch, die neuen Außenposten und die neuen Cities würden weniger kosten. Oh, ist jetzt beides hart.
Ich glaube, ich will die Celebrating wegen der Stabilität haben. Können wir jetzt da trotzdem noch irgendwo reingehen? Nein. Weil wir haben andere Punkte noch nicht freigeschalten. Aber wir hätten noch einen Punkt theoretisch zum Vergeben, sobald wir was Neues freischalten hier. Ich weiß noch gar nicht, wie man die Sachen genau freischaltet, muss ich gestehen. Bisher ist es für mich ein bisschen Zufall. So, dann wollen zwei Leute mit mir handeln. Einmal Handel. Nur Luxusgüter handeln. Ja, werden wir auf jeden Fall annehmen. Und die Grünen hier neben uns möchten auch freien Durchgang durch unser Reich. Auf gar keinen Fall. Ich weiß zwar noch nicht, mit wem wir uns anlegen würden. Hier können wir jetzt einen Außenpost bauen. Erster Punkt wäre bei mir, oder erstes Ziel, denke ich mir, wären eigentlich hier die Braunen. Weil ich weiß, dass hier eine gute Produktionsstadt ist und hier auch in diesem Bereich Kupfer liegt. Ich glaube, Kupfer hätte ich gern. Ja, Claim Territory. 8, 9, 10, 4. 10, 14 ist doch schon mal. 9, 11, 8, 13. An der Stelle möchte ich übrigens mal ganz kurz einen kleinen Hinweis zu Rado geben. Ich habe ihm heute, der hat noch ein kleiner Hinweis. Rado, bitte auf YouTube suchen oder unten in die Videobeschreibung reingucken. Mein Koop-Partner in vielen Spielen hat ebenfalls sein allererstes Let's Play gestartet mit Humankind, weil das wird so etwas sein, was wir in Zukunft auch im Multiplayer spielen. Und warum ich jetzt gerade hier noch so lange rumrede, denn Rado, falls du das Video sehen solltest, hier, guck dir das bitte mit diesen Außenposten an. Ich habe es dir zwar in die Kommentare geschrieben, aber du kannst hier so schön auswählen, wo du setzen möchtest. Deswegen, bitte, das nächste Mal kleines Augenmerkchen drauf. Und ich glaube, wir waren vielleicht schnell genug. Hier steht der Gegner, wollte vielleicht schon das Gebiet claimen. Jetzt haben es zum Glück wir. So, Außenposten. Können wir sonst noch irgendwas machen? Hier 14 Runden, hier 3 Runden. Okay, jetzt hier. Ich glaube übrigens, je mehr Städte man hat, desto eher wird die Stabilität wahrscheinlich runtergehen. Nehme ich mal an. Okay, sie vergeben uns alle unser aggressives Siedeln. Also es ist so, wenn man siedelt in direkter Nachbarschaft zu anderen. Ha, hier haben wir jetzt übrigens das Kupfer entdeckt. Das freut die anderen nicht so sehr. Wir könnten uns auch den Krieg erklären für aggressives Siedeln. Deswegen steht unten immer dieses Forgiven dort oder eben nicht Forgiven. Okay, irgendwo, irgendjemand ist gewachsen. Little Army, ja. Wir gehen noch ein bisschen auf Erkundung. Dann haben wir hier, was kann man da machen? Ein Event. Wir haben Silence minus 80 Gold. Oder wir können wieder 5 Stabilität im Babylon. Das will ich natürlich nicht so. Oder minus 2 Wissenschaft. Wir haben 363 Gold. Deswegen werde ich definitiv hier einfach das Gold nehmen. Und eigentlich würde ich gerne hier den Typi, würde ich gerne trennen. Du läufst jetzt auch mal hier rauf. Ich würde gerne die 2 Läufer zusammenstecken. Und hier dann einen richtigen Kampftrupp quasi machen. Ich glaube, ich brauche dann noch einen zweiten Sieger allerdings. 2 Nahkämpfer, 2 Fernkämpfer. So denke ich mir das zumindest. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. So, was denn? Wir haben das nächste Event. Minus. Okay, ausnahmsweise sollten wir vielleicht mal kurz reingucken. Landclaims, Beasts. Okay, irgendwelche wilden Tiere kommen und wir könnten unsere Stadt verteidigen für minus 20 Gold oder irgendwas verteidigen für minus 20 Gold. Dafür haben wir aber die hohe Chance für gute Konsequenzen. Wir können es ignorieren. Schaut dann eher nicht so gut aus. Oder wir können die Viecher jagen. Minus 10 Food und immer minus Produktionskosten für. Wir könnten gewisse Sachen schneller bauen. Aber ich glaube, ich gebe einfach, weil das minus Food gefällt mir nicht. Wir sind, glaube ich, im Babylon. Ja, im Babylon. Da würde ich gerne Stadtwachstum haben. Deswegen geben wir das Gold wieder aus. Wir haben genügend Gold. Schauen wir mal, was für eine Konsequenz rauskommt am Schluss.
Grün, ja, hier wären Pferde. Wir haben Philosophie erforscht. Population gained in Ur, sehr schön. Wir können neue Forschung anschmeißen. Reveal Capital. Wir tauschen die Position unserer Hauptstädte aus. Das möchte ich dagegen. Wobei, bei den Olmecken hätte ich es ja sogar gewusst. Sie sind ja direkt über mir. Unsere Hauptstädte grenzen ja aneinander. Warum wir dann das austauschen sollten, ist natürlich die andere Frage, gell? Üdle Armies, ja genau. Bogenschütze, einmal bitte hierhin. Du erkundest ein bisschen. Pferde hier wären halt auch wahrscheinlich noch sehr nett, wenn wir die noch schnell anschließen würden. Könnten wir wahrscheinlich auch schon wieder. Wir bauen jetzt hier aber keine weitere Stadt. Wir könnten Forschung bauen. Aber wir haben ja, wenn dann eh unser babylonisches Forschungszentrum, was das ist natürlich ganz interessant. Babylonische Forschungszentrum macht insgesamt weniger Forschung, aber profitiert halt vom Stadtwachstum, während das normale Forschungsquartier, übrigens die geben alle Minusstabilität, grundsätzlich mehr Forschung macht und von den Makers-Quartern profitiert. Das heißt, wir könnten eigentlich hier noch ein Makers-Quarter hinmachen und hier dann mal Forschung. Ich glaube, das wäre relativ effektiv. Handel, Hydro, Masonry, das ist Produktion, Fishing, Horsemanship. Okay, gehen wir mal auf die City Defense für den Warrior. Ach, den habe ich jetzt direkt bekommen. Wäre auch witzig. Wäre auch sehr witzig. Okay, dann gehen wir mal noch auf Fischen. Ist mehr Nahrung. Oh, wir sind schon soweit. Wir sind soweit. Der nächste Star ist unlocked. Jetzt ist nur die Frage, ich mache hier einmal jetzt ganz kurz durch. Warum? Hat einen Grund. Wir können das nächste Volk wählen und ich möchte jetzt eigentlich nur sehen, ob ich noch irgendwo so einen Distrikt bauen möchte. 8-3. Nee, wenn, dann müssen wir es ja hier irgendwo ransetzen. Gut, hier ist es jetzt nicht ganz so klasse. Da hätten wir den hier schon, wäre schon besser. Okay, lassen wir mal. Dann haben wir hier wenig Stabilität. Können wir gar nicht. Können wir gar nicht. Wenn wir denn irgendwo unsere Stabilität pushen. Nein. Aber unsere Forschung können wir pushen. Okay, Science per Population. Science per Population. Wir haben hier eine Population von 2. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so viel, gell? Dann haben wir... Komm, wir planen ja schon ein bisschen kriegerisch. Wir bauen mal Stadtbefestigungen ansonsten. Und wo noch? Hier oben noch. Wir haben hier auch nur eine Population. Ne, da werden wir auch eher wahrscheinlich auf Nahrung gehen. Wobei wir wachsen direkt. Stabilität 61. Wir gehen hier auch schon mal auf die Fortification. Okay, dann werden wir als erstes mal die neue Ära einleiten. Wir wählen ein neues Volk. Schauen wir mal, was kommt. Die Aksumiten, keine Ahnung, Händlervolk. Die Griechen. Wir könnten weiterhin mit Wissenschaft theoretisch spielen. Die Karthager, Gold, die Kelten, Nahrung. Die Kelten hätte ich jetzt wahrscheinlich auf Krieg eigentlich geschätzt, aber die Kelten sind auf Nahrung. Die Goten, hier hätten wir was Kriegerisches. Mhm. Die Hunnen, ebenfalls was Kriegerisches. Die Maui oder die Mauren, was ist es? Auf jeden Fall Influence. Maya, geil. Maya. Produktion, dann hätten wir die Achämenid-Persen? Da weiß ich noch nicht genau, was das für ein Zeichen ist. Administrator, Geld.
Die Römer, oh, da wäre ich ja schon dafür. Hat ihr übrigens das gleiche Zeichen, Eroberung, glaube ich, aber Influence, Stabilität. Genau, und dann natürlich die Babyloner, was wir schon sind. Also wir könnten auch unser Volk behalten, aber, Prätorianer. Ich wäre ja direkt für die Römer, ich mag ja schon in Ziff eigentlich. Ja, ich weiß, die Römer sind da nicht so gut, aber das gefällt mir schon eigentlich. Ich mag die Prätorianer. Eine Einheit mehr plus Army-Slot, ja. Okay, wir nehmen die Römer. Schon entschieden. Easy Entscheidung. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn unsere neuen Außenposten hier aufgebaut werden. Das ist nämlich ein ganz nettes Feature. Hier haben wir noch unsere babylonischen Gebäude und die neuen Städte, die wir jetzt gründen, kriegen sowohl römische Namen als auch römisches Aussehen. Oh, schaut mal. Wir kämpfen uns tatsächlich ganz hart mit einem Gegner. Und auch Grün ist schon fast in der nächsten Ära. Interessant, interessant. Lila ist ganz unten. Und Braun ist aber auch ziemlich schlecht. Also wir werden uns auf jeden Fall auf einen von diesen beiden am Anfang konzentrieren. So, dann wollen wir hier irgendwas bauen. Wollen wir schon die Pyramiden anfangen? Hätte ich ja schon Bock drauf eigentlich. Bauen wir mal die Pyramiden. So, wir können noch was erforschen. Wir erforschen mal hier Bronze. Richtung Eisen würde ich da nämlich gerne. Vielleicht haben wir ja Eisen irgendwo liegen. Für unsere Prätorianer. Little Army, ja. Du gehst mal hier rüber. Hier unten haben wir noch irgendwas Wissen. Schauen wir mal hin. As urban centers grow, both ideas and sewage are generated at a record pace. Arts and sciences flourish, as military tactics and mathematical equations become as coveted as physical goods. Empire struggled to control these intangibles, however. Some might trouble their stability. Also die Videos dazwischen, das gefällt mir auch ganz gut. Und jetzt sieht man, jetzt verändert sich die Landschaft. Es geht weg von dem Babylonischen und wird in römische Landschaft umgewandelt. Die Gebäude, alles verändert sich. Die Stadt, die Hauptstadt selber natürlich nicht. Also es bleibt hier zum Beispiel eine babylonische Stadt. Aber rumherum, die Gebäude, die sind jetzt tatsächlich, naja, ich weiß nicht, also an römisch erinnert mich das jetzt auch nicht unbedingt. Aber hat sich alles ein bisschen abgeändert. Fände ich eine sehr schöne Geschichte. Gefällt mir wirklich gut. Unsere Nachbarn möchten mit uns alles handeln. Nein, werden wir nicht tun. Du kriegst, das Einzige, was wir handeln werden, sind militärische Einheiten. Die Grünen hier links neben uns möchten Hauptstadt austauschen. Das ist okay. Ach, das ist ja auch, oh Gott, auch direkt der Nachbar von uns. Und wir können forschen. Organisierte Kriegsführung. Standing. Hier. Aaron. Brauchen wir. Darauf gehen wir als erstes. Dann haben wir hier, wir können jetzt mit unseren Nachbarn irgendwie einen Handel eingehen. Das ist übrigens etwas, was ich noch nicht ganz weiß, wie man eigentlich mit den Nachbarn handelt. Also wie ich speziell sagen kann, wie wäre es mit hier einfach? Wir könnten Kupfer kaufen für 60 Mäuse. Bei. Okay. Anscheinend kaufe ich jetzt Kupfer einmal für 60 Mäuse. Heißt vielleicht, dass ich dann eine schöne Militäreinheit bauen könnte. Wenn ich jetzt hier einen Außenposten baue, wir sitzen hier schon wieder am Meer, habe ich auch Grün von einer weiteren Expansion abgehalten. Und wir würden Pferd bekommen. 10, 30, 4, 9. Also werde ich das auf jeden Fall tun. Die Frage ist bloß, wo? 17, 2.
Hört sich zwar toll an, gell? 17 Nahrung, schneller Wachstum, aber nee. Ich glaube, wir bleiben hier. 9,9 mit 3 Forschung sogar. Wir hatten irgendwo 12, 7, 14, 12, 13. Es ist eigentlich relativ. Warum läuft jetzt nicht hier vorbei? Das verstehe ich nicht ganz. Kann ich das abbrechen? Nein. Hoffentlich besetzt er nicht gleich das Gebiet, wollte ich gerade sagen. Nein, hat er nicht gemacht. Oh, da kommt schon wieder einer. Hm. Haben wir jetzt gerade gesagt? Aber mir gefällt die Position hier nicht. Da sind wir dann schon wieder so eingesperrt von der Lage der Stadt her. Aber ist egal. Ist egal. Machen wir jetzt trotzdem. New Teaching. Oh, okay. Wir können unsere Glauben reformieren. Auch etwas, was ich noch nicht so viel gemacht habe. Wir kriegen hier oben in erster Linie, ja, hier oben in erster Linie mal Forschung, Geld, Stabilität und Influence Points für Territorien, die unter unserer Religion stehen. Hier unten wäre es Nahrung per Religion, Follower. Ebenfalls, da hier unten geht es um die Follower. Also oben um die Territorien, unten um die Follower. Ich werde jetzt einfach hier mal auf die Wissenschaft per Follower gehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich mehr Follower habe, ob ich mehr ein Follower, drei Follower, zwei Follower. Einer, hier. Hier unten haben wir die Holy Site 5. Da müssen wir jetzt eigentlich einen ganz schönen Wissenschaftsboost bekommen haben. Sind ja doch einige Follower, was wir haben. Gut, wir sind gewachsen. Irgendjemand hat sich ebenfalls schon abgegradet. Blau, die haben wir noch gar nicht gesehen. Grün hatten wir übrigens noch nicht abgegradet, obwohl die schon die ganze Zeit auch 5 Punkte haben. Interessant. Dann du bitte. Einfach mal kurz warten. Idle City, Kiss kann. Du hilfst mal mit bei den Pyramiden. Wie viele Runden haben wir? 46? 26. 20 Runden weniger. Das. Empire 3 sind Hunnen geworden. Ist das jetzt grün? Ja, das war grün. Grün sind Hunnen, also kriegerische Nachbarn. Und die haben hier auch schon eine richtige Militäreinheit. Die anderen versperren uns jetzt hier den Weg. Ich werde jetzt trotzdem den Outpost setzen. Dann setzen wir ihn halt hier hin. Ich will jetzt das Gebiet claimen für uns. Kann eh gleich sein. Takt grün, wir haben Krieg. Nubia wurden gegründet. Okay, noch sagt niemand was zu dem Außenposten. Die Hunnen haben wir als Nachbarn. So, was möchte die Olmeken? Möchten die Karte austauschen? Ja, das will ich. Das will ich. Was sehen wir denn jetzt? Nicht viel. Okay, hier ein paar Städte. Aber die Olmeken haben jetzt tatsächlich nicht so viel erkundet, wie ich mir dachte. Hier oben vor allen Dingen noch gar nichts. Na gut. Little Army. Dann marschierst du jetzt einfach mal hier rauf. Die Army mit den Erkundern ist mir relativ egal. Little Cities, ja. Wir bauen hier eine Militäreinheit, bitte. Oh, und wir können tatsächlich, wir haben das eine Kupfer. Das können wir jetzt ausgeben.
für unsere babylonische Spezialeinheit und das mache ich. Wir können aber nicht die aufwerten, oder? No upgrade available. Könnten wir theoretisch, aber die Frage ist in was? Little City, 24 Runden. Ah, übrigens, Stabilität steigt. Ganz wichtig, ganz wichtig. Pyramiden. 14 Runden, nochmal 10 Runden gespart. Geil. Also das gefällt mir wirklich wahnsinnig gut, dieses System mit den Weltwundern, mit diesen Shared Projects, mit den geteilten Projekten. Finde ich eine tolle Verbesserung. Finde ich echt eine ganz tolle Verbesserung. Okay, haben wir denn irgendwo Eisen? Anscheinend nicht. Kann es sein, dass wir wahrscheinlich auch direkt Eisen sehen würden auf der Karte? Das ist nicht wie bei Ziffis, dass das aufgedeckt wird mit der Zeit, sondern wir würden es direkt sehen wahrscheinlich. Ja, schade. Dann machen wir hier noch Organized Warfare. Für Belagerungsmaschinen. So, minus einen Typi in Babylon. Weil wir einen Fanatiker bekommen. Plus 50 Glauben. Nein, das wollen wir nicht. Wir könnten noch hier minus 5. Which Grim Foundations. The population will be most from your intuition. Wir könnten dafür ein bisschen mähen. Ja, vorhin habe ich noch gesagt, ich will Nahrung. Aber in dem Fall holen wir uns wenigstens die Produktion. Ist jetzt alles nicht so toll, die Wahl. Und schon wieder eine Kultur wurde gewählt. Ja, manche, glaube ich, hatten ja noch nicht mal die erste Kultur. Oder haben die jetzt gerade mal gewählt? Oh, ich sehe schon, wir sind allerdings auch... 30 Minuten. Leute, mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen für die dritte Folge, glaube ich. War es das jetzt mal? Na, wir schauen mal, was jetzt dann militärisch hier ein bisschen geht. Ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Servus. Ja,